Und so ist ein Wort, was ich in den letzten Tagen sehr viel über den Bauch gelesen habe oder hören durfte, ist Selbstdarsteller. Ja. Ich habe nochmal Lust auf eine kleine Runde Chill mit mir. Ich habe für all die, die mit mir gerne auf den Frieden rauchen möchten, einen angesteckt. Und ich ganz bewusst möchte ich das heute mal genau so machen. Und ich fühle mich viel zu sauber. Ich wäre gerade sehr gerne so richtig ungepflegt. Ich hätte gerne gerade so richtig klebig fettige Haare. Leider sind sie gestern Abend gewaschen. Ich würde heute gerne mal über ein ganz bestimmtes Thema reden, und zwar mich. Und zwar über, nicht über mich eigentlich, sondern über eine Wahrnehmung von mir, beziehungsweise wie ich von anderen Leuten zum Teil wahrgenommen werde. Und weil ich gerade halt merke, so, dass die Leute irgendwie die ganze Zeit mit mir beschäftigt sind, statt mit sich oder vor allen Dingen mit dem, was ich sage. Ich bin noch völlig egal. Das ist der Grund, warum es mir egal ist, wie ich vor der Kamera sitze, weil ich mir hier eigentlich völlig egal bin. Mir geht es um die Worte, die ich hier aufnehmen kann. Das glauben mir aber viele nicht. Ja, ich bin ein Selbstdarsteller. Ich stelle den Bauchi dar. Das mache ich auch sehr offen. Das erzähle ich auch die ganze Zeit. Deswegen ist das eigentlich überhaupt gar nichts Neues, was ihr da von euch gibt. Nur tue ich das auf meine Weise, so gut ich kann und vor allen Dingen, ohne dass jemand drunter leiden muss. Jetzt kommt dieser Vorwurf der Selbstdarstellung, aber vor allen Dingen von Leuten, nein, das stimmt überhaupt nicht. Überwiegend kommt er immer von Leuten, die mich nicht kennen, respektive nur vom Hörensagen, und von anderen Leuten, die ein Problem mit mir haben. Heute habe ich es dreimal von Leuten gelesen, die ich tatsächlich auch persönlich kenne, mit denen ich auch teilweise Zeit verbracht habe, die das heute auch behaupten. Und naja, das ist okay mit mir, da komme ich klar mit, blockiert mich, entfreundet mich, macht, was ihr wollt, subtrahiert mich aus eurer Wahrnehmung, wenn es euch damit besser geht. Aber all denen kann ich sagen, ihr seid Leute in meinem Leben, die was von mir wollten, was ich nicht geben konnte. Und danach wurde ich sehr doof für euch. All die, die mir gerade diese Selbstdarstellung vorwerfen, und ich würde alles nur für mich tun, sind genau die, die nicht damit parat gekommen sind, dass ich meine Sachen auf meine Art und Weise mache und ihnen die Freiheit gebe, es auf ihre Weise zu tun, was sie aber in einen Handlungsbedarf drängt, mehr oder weniger, ich gebe es ja nur zurück, dem sie dann und dann kommt wieder nichts, ja. Ja. So ist das. Ihr seid die euch nicht, die sich nicht trauen, vor eine Webcam sich zu setzen und ihre Meinung zu sagen, vor der ganzen Welt dazu zu stehen. Warum ich darauf gerade rumreite, achso, ich wollte mir mit euch eine rauchen, und eigentlich ist auch gar nicht so chillig jetzt gerade, ne? Weil eigentlich wollte ich da auch chillig drüber reden, tue ich auch. Ich bin nur gerade wieder ein bisschen, bin gerade aufs Boot zurückgekommen, um hier ein bisschen arbeiten zu können. Und dann überraschte mich das hier gerade ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, weil die Auswirkung, ja, hat folgende. Die Sachen, zu denen ich gerade aufrufe, die haben in der Umsetzung vor allen Dingen mit euch zu tun. Ihr könntet hier Helden werden. Und die sagen, es geht mir nur darum, berühmt zu werden auf irgendeine Weise, denen kann ich sagen, ja, geht mir darum im Moment. Das habe ich allerdings durch die Bäckerfinker und durch die Arisu gelernt, die mir dann irgendwann gesagt hat, Bauchi, du kannst es nicht komplett ohne Personenkult machen. Lass denen auch ruhig mal zu. Jetzt versuche ich das. So, wie gesagt, ich tue die ganze Zeit mein Bestes. Das hat aber alles nichts mit den Dingen zu tun, zu denen ich aufrufe.
da rufe ich einfach zu auf. Das mache ich nicht aus Selbstdarstellung. Und ich will nur berühmt werden, weil, also ich bin ja gar nicht der Bauchi, ich will, dass der Bauchi berühmt wird, diese Kunstfigur, die hier die ganze Zeit anguckt. Versteht, dass es eine Kunstfigur ist. Wenn ich davon rede, dass ich mir bewusst geworden bin, dass ich nicht mein Ego bin. Dann gibt mir das die Möglichkeit, ganz anders mit diesem Ego umzugehen. Das checkt ihr aber nicht, die mir Selbstdarstellung vorwerfen. Und dadurch passiert es jetzt, dass die ganze Zeit meine Aufrufe, die tatsächlich gerade geteilt werden, was mich freut, was mir aber auch egal wäre, wenn es nicht so wäre, aber ich sehe, an welchen Punkten es hakt. Nämlich immer dann, wenn es auf euch Neider kommt, und dann wird nicht geteilt, sondern, nee, das kommt ja vom Bauchi, nee, das mache ich nicht, weil der Bauchi ist doof. Das ist euer Ding. Selber schuld. Was ich auf jeden Fall zu meinen Aufrufen versprechen kann, ist, dass die nicht von den Eliten oder nicht von den Rechtsradikalen kommen oder sonst irgendwas. Die kommen von mir. Die kommen von dem Selbstdarsteller, der sich für den Frieden selbst darstellt. Und wenn ihr das nicht könnt, dann ist das euer Scheißproblem und nicht meins. Und dann dürft ihr mich gerne einen Selbstdarsteller schimpfen und schimpfen auf mich, wie ihr wollt. Auch das gibt nur eure Sichtweisen wieder. Mir tut es sehr leid, wenn ich euch so enttäuscht habe, aber es war euer falsches Bild von mir, das enttäuscht wurde, dadurch, dass ich mich geweigert habe, mich euch anzupassen. Das wäre nämlich nicht gut gewesen. Gerade die jetzt das wieder gesagt haben in Bezug auf den Burkhardshof, dürften verstehen eigentlich, wovon ich rede, weil für die Dani habe ich mich definitiv sowas von gebeugt und angepasst, dass ich am Ende nur noch eine leere Hülle war und weg musste. Und von allen gesagt habe, bitte Bauchi, fahr, so kann man dich ja gar nicht mehr, so mag dich keiner mehr angucken. Nee, und ich wollte das erst recht nicht. Aber nach 10 Monaten war ich so leer gesaugt, dass ich überhaupt gar keine Energie mehr hatte. Und da war die einzige Möglichkeit, die ich hatte, mich in mein Auto zu setzen und zu fahren. Und das war auch bei einer gewissen Dame in Österreich nicht anders. Da habe ich mich nicht so sehr gebeugt, das fand sie aber auch direkt schon nicht so toll. Und dann, war es tatsächlich irgendwann besser, dass ich dann da wieder weitergefahren bin. Das hat aber nichts mit meiner Selbstdarstellung zu tun. Das hatte lediglich damit zu tun, dass ich nicht so getickt habe, wie man das von mir gewollt hat. Nur das ist bei mir so. Ich habe irgendwann auch lernen müssen, dass es bei mir im Privatleben nicht anders läuft. Wenn ich davon rede, Gehorsam zu verweigern, dann gehört das für mich auch im privaten Rahmen dazu. Auch im privaten Rahmen habe ich keine Lust mehr, mich irgendwen zu beugen, weil ich mir selber damit untreu werde. Und das ist, was all die mir Untreue vorwerfen, nicht verstehen können. Weil sie erstmal lernen müssen, sich selber treu zu sein, bevor sie von... Dann brauchen sie von anderen keine Treue mehr. Und ich wäre mir selber nicht treu geblieben, wenn ich versucht hätte, euch treu zu bleiben, im Sinn von euren Bildern von mir zu entsprechen. Das ist genau das, was ich meine ganzen 20er Jahre lang gemacht habe und am Ende mich in die Klaps habe einliefern lassen. Genau das. So, und da könnt ihr jetzt von halten, was ihr wollt. Und ich sag euch, ihr seid mit dem Falschen beschäftigt. Wenn ihr mit mir beschäftigt seid, der Selbstdarsteller, und mich in den Selbstdarstellen, solltet ihr vielleicht mal darauf achten, wie ihr euch darstellt. Ihr versteckt euch nämlich. Ihr stellt euch nämlich überhaupt nicht dar, weil ihr Schiss davor habt. Und weil ihr neidisch seid, dass ich es einfach kann. Und dann damit auch noch in 162 Ländern der Welt in der Zeitung lande. Boah, und es macht gerade so einen Spaß, mal darauf rumzureiten. Sonst sage ich es eher immer, weil ich einen Sinn darin sehe, es an der Stelle gerade anzubringen. Gerade sage ich es mal einfach,
sagen wir mal, aus Angeberei. Ich hab's gemacht und ich hab's geschafft, so wie ich's die ganze Zeit immer mache und schaffe. Meine Sachen mache ich und schaffe ich. So, und von nur heißer Luft und leerem Gerede wird da nichts draus. Von heißer Luft und leerem Gerede sitzt ihr immer noch da, wo ihr weg wollt. Das ist nicht mein Scheißproblem, das ist euer Scheißproblem. Und wenn ihr meint, es würde euch helfen, mich dann als Selbstdarsteller hinzustellen, dann macht das gerne. Ich kann euch nur sagen, bringt euch weiter nichts. Ja, wollte ich nur mal loswerden. Denkt mal drüber nach. Ist ein bisschen, ne, einfach mal, ja, Selbstdarstellung an ihre Kinder. Wenn man das mal nicht verteufelt, dann kommt man dahinter, dass es da auch sehr wohl einen positiven Part von gibt. Und den mache ich, den nutze ich seit Jahren. Ich stelle mich nämlich vor allen Dingen für mich selber dar. Was ihr alle für ein Bild von mir habt, das weiß ich nicht. Das weiß ich nur vom Hörensagen. Selbst wenn ihr mir beschreibt, wie ihr mich wahrnehmt, kann ich es mir immer nur grob vorstellen. Weil ich doch gar nicht weiß, aus welchen Erfahrungen hieraus ihr interpretiert, was ihr da gerade in mir seht. Ich kann euch nur sagen, wo eure Sichtweisen herkommen, aber wie die aussehen, weiß ich nicht. Ja, ne? So, jetzt fängt es für mich an, ab jetzt wüsste ich jetzt nichts mehr zu sagen, was nicht dann tatsächlich einfach nur noch der Selbstdarstellung diente, weswegen ich hier wieder Schluss mache. Tschüss mit F. Lass so den Tag nicht.